Straße. Natürlich kriege ich den. Hey! Verreckter, was soll denn das? Keine Ahnung. Ich soll bloß ein Taxi stoppen. Du Lumpensäckelblätter, stopp der gleich, Gusch. Ruhe! Alles bleibt ruhig. Das ist ein Notfall hier. Und Sie, was haben Sie da gerade geklaut? Tante Fanny? Wer denn sonst? Du schleichst dich verkleidet aus deinem eigenen Hotel raus? Woher soll ich wissen, dass du kein Dieb bist? Es ist mir eben peinlich. Dann verkauf sie halt nicht. Ich muss... Die Heizung im Hotel ist im Eimer und ein Kredit ist mir gerade zu teuer. Was ist eigentlich sakrale Volkskunst? Gehst du nicht in die Kirche? Keine Zeit. Was ist denn das jetzt für ein Ding? Das Ding ist eine Madonna aus dem 19. Jahrhundert. Und die müssen wir jetzt verkaufen, stimmt's? Mir blutet das Herz, aber ich brauche das Geld. Was ist denn so toll an dem Ding? Madonna. Neunzehntes Jahrhundert, ganz wunderbar. Ein Jammer, wenn man sowas verkaufen muss, gell? Ich kann Ihnen sagen. Also, gut und gerne 4.000 oder 5.000 Euro. Ach doch. Ja, natürlich. Aber? Sakrale Volkskunst. Habe ich leider keine Kunden für. Kann dauern, bis ich da jemand finde. Chef, ich fahr dann jetzt. Ja, dann mach's. Und wie lange bräuchten Sie? Schwer zu sagen, kann schon mal ein halbes Jahr dauern. Gott, war ja auch nur eine Idee. Na, wenn's doch mal eilig wird, versuchen Sie es im Internet. Eherball kennt sie doch. Und wie wir das kennen, stimmt's? Tschüss. Wiedersehen. Ich sag doch, die Madonna kauft keiner. 5.000 Euro, warum müssen die so teuer sein, Frau Fink? Weil sie so alt ist, Ron. Weil schon unglaublich viele Menschen sie angeschaut haben. Weil sich ganz viele Wünsche in ihr gesammelt haben. Und weil sie so schön ist. Ach Bart, was machen wir denn jetzt? Es hat sich noch nicht mal einer gemeldet, um das Ding anzugucken. Die Madonna. Ach Gott, Ron, es war ja auch nur so eine Idee. Hey Leute, es ist noch nicht vorbei. Wir haben extra ein Telefon. Guten Tag. Die Madonna. Logisch. Ja, eine sehr alte Madonna. Sehr schön und sehr wertvoll. Gut. Und wer sind Sie? Czarczynski. Ist das tschechisch? Polnisch. Ihr Sohn war ja ganz schön misstrauisch. Mein Sohn? Ja, am Telefon. Ach, Ron, ja, natürlich. Ja. Wieso? Nein, er hat ja vollkommen recht. Treibt sich viel Gesindel rum im Internet. Bitteschön. Danke. Genau. Deshalb überlasse ich auch meine Geschäfte im Internet auch ihm. Ja. Der Junge wohnt ja quasi im Netz. Meine auch. Ach. 5.000, ganz genau. Was ist das hier? Oh. Machen Sie sich keine Sorgen. Sie kommt zu guten Menschen. Ja. Ob Sie wohl so freundlich wären, mir die Türe aufzumachen, bitte? Machen Sie schnell, sonst überlege ich es mir womöglich noch anders. Wiedersehen.
kann man Falschgeld einfach irgendwo kaufen? Also wir nicht. Leute, ich musste schwören, dass ich keinem Menschen was davon erzähle, okay? Ist ja auch echt peinlich. Und ich bringe den Typ auch noch ins Haus. Okay. Wir hören jetzt alle auf zu heulen und machen einen Plan. Ich gehe jetzt erstmal nach Hause und spiele eine Runde High Five. Das hilft immer. Ich komm mit. Nix. Ich brauche euch alle. Und wozu überhaupt? Weil es nicht einfach wird. Und ich bin mir nicht sicher, ob es klappt. Und wie ist jetzt der Plan? Ja, komisch. Walter, kommen Sie? Au weh. Aber ist das gesund? Eine Frage, Fanny. Ist da jetzt nicht sonst eine Madonna gestanden? Noch nie, Walter. Aber wollten Sie mir nicht gerade was erzählen? Dienstlich. Ah ja, richtig. Es gibt mal wieder eine besonders dreiste Betrügerbande in Baden-Württemberg. Ach was. Der Trick ist eigentlich ganz simpel. Die Leute werden auch immer blöder. Ich will aber mit rein. Mensch, Anja, wir haben gelost, du hast verloren. Ich kann ja bei dir bleiben, wenn du Angst hast. Kein Mensch hat Angst. Doch. Warte, komm mal run. Also, hört mal zu. Wir gehen jetzt rein und versuchen, sie so schnell wie möglich zu... Also mach dir keine Sorgenzettel. Wenn jemand kommt, dann schmeißt einer Steinchen an die Scheiben, okay? Und dann? Dann komme ich und rette euch. Oh Mann. Oh Mann, oh, ihr seid zu klein und ihr zu schwer. Mann, mach hinne. Ich glaube, ich hab's. Ja. Hallo, du. Hast du was verloren? Ja, mein Handy. Aber jetzt ist es wieder da. Na, dann ist ja alles wieder in Ordnung, oder? Ihre Kirche. Ja, so kann man das natürlich auch sagen. Du bist aus der Gemeinde? Lächeln! Wir recherchieren da was für die Schule, über Ihre Kirche. Eine gute Idee. Ich bin ganz neu hier als Vertretung und weiß selbst noch wenig. Können wir ja zusammen recherchieren? Nee. Also jetzt geht's gerade gar nicht. Also nicht mehr. Wissen Sie, wegen Terminen und so. Was erzählt die denn da schon Müll? Oh, Anja versucht uns zu retten, Mann. Oh ja, bitte. Ich möchte jetzt gerettet werden. Schön, dann verabreden wir uns für morgen. Oh ja, morgen ist prima. Danke.
Das ist total nett von Ihnen. Ja gut, dann bis morgen. Bis morgen. Ich muss dann jetzt los. Coole Sonnenbrille. Späßle. Späßle. Ameisenscheiße. Schön. Also ich fand ja die Madonna von deiner Tante viel schöner als die hier. Oh, du sollst sie auch nicht behalten. Schade. Ist bestimmt ein Haufen Geld wert. Ein Riesenhaufen. Schau mal. Hoffentlich trifft uns nicht noch der Blitz. Grüß Gott. Siehe, Herr Wachtmeister. Ich warte, ist der, was ich rufe hat. Unser neuer polnischer Herr Pfarrer hat ja kein Sterbenswörtel gesagt, nix. Langsam. Wer hat jetzt nix zu wem gesagt? Hat zu mir nix, dass unsere Madonna fehlt. Und jetzt kommen Sie. Ja, was wollen Sie jetzt damit sagen? Dass er selber war. Hä? Sophie, geh fort! Wir sind zu teuer, gell? Hey, der Typ darf ja gar nicht bieten. Der braucht bloß eine Telefonnummer. Natürlich. Wenn er sich da als Käufer anmeldet, hinterlässt er ja eine Spur. 5, 4, 3, 2, 1. Bartholomäus Birkenstock? Ist es? Ja? Warum haben Sie den Diebstahl nicht angezeigt? Weil es keinen gegeben hat. Ach so. Ja, dann fragen Sie mal Ihre Haushälterin. Ausgeliehen für einen guten Zweck? Aber Späßle! Haben Sie vielleicht schon mal so einen falschen 50er gesehen? Sind Sie vielleicht Schisserworte für so einen Gauner? Passiert gerade öfters hier in der Gegend. Herr Butzenhardt, ich komme zwar aus Polen, aber... Mein lieber Pfarrer Janusz aus Polen, wenn Sie wissen, wo die Madonna ist, dann schaffen Sie die auf der Stelle wieder her. Die Wege des Herrn mögen zwar unergründlich sein, aber Ihre Sophie hat ein derart ungewäschtes, also zu Deutsch ungewaschenes Maul. Die hetzt Ihnen die ganze Stadt auf den Hals. Und zack, boom, erwischt. Das ist ein perfekter Plan.
wenn der Tipp drauf reinfällt. Ja, das ist dein Job. Hey, wir verlassen uns auf dich. Danke. Wenn wir die Madonna dabei verlieren, dann können wir eigentlich gleich auswandern. Hey, ich bin doch nicht blöd. Ja, nie gewesen. Also, noch Fragen? Was ist mit euren Eltern? Die ist bei meiner Tante heute Nachmittag eingeladen. Wird richtig lustig. Madonna, auf Position. Alles Roger-Zettel? Ich bin schon lang bereit. Das wollte ich hören. Und? Alles klar. Verdammt! Der Pfarrer! Alle unter den Tisch, schnell! Keiner bewegt sich. Ja, toll. Und jetzt? Der Mann ist ein guter Detektiv. Der muss hier weg. Hi, schön, dass Sie da sind. Shit, wir sollten uns ja heute treffen. Es tut mir leid, aber ich konnte nicht kommen. Bei mir war es unglaublich. Das geht ratzfatz. Bei Birkenstocks? Hm. Gut. Czaczynski, hallo. Ist deine Mutter da? Nee. Mama ist kurz weg. Kommt in einer halben Stunde wieder. Hm. Schade. Hm. Sind Sie wegen der Madonna hier? Ja. Tja, leider darf ich keine fremden Leute reinlassen. Eine unglaubliche Geschichte. Hm. Wie sind Sie uns eigentlich draufgekommen? Das Wasserzeichen auf dem Papier. Oh Mann, wie blöd. Und was habt ihr jetzt vor mit unserer Madonna? Es ist eigentlich ein perfekter Plan. Also. Kann ich die Madonna vielleicht mal kurz ziehen? Nachher ist es die falsche. Nur ganz kurz, okay? Ich sag auch keinem, dass du mich reingelassen hast. Wo ist sie denn? Im Keller? Okay. Dann werde ich dir jetzt mal ein kleines Geheimnis verraten. Ich habe einen sehr, sehr wichtigen Geheimauftrag. Na gut. Wäre doch schade, wenn deine Mutter auch eine gefälschte Madonna besitzen würde, oder? Oh, sehr schade. Hab schon ein halbes Dutzend gefunden. Tauschen die dann gleich gegen eine echte aus. Hier drin. Na, Baby? Hey. Ich hab ihn! Oh!
Herr Bonsner! Sie wollten doch wissen, wo die Madonna ist! Ja? Verschwind, du Depp! Fahr zurück! Ja, habt ihr uns deswegen zur Tante Fanny geschickt? Ja. Ja. Das gibt's doch nicht. Euch kann man ja wirklich keine Sekunde allein lassen. Ein Verkehr wie auf der A8. Ja, da wäre ich doch besser mit dem Hubschrauber kommen. Herr Bottenhardt? Wir haben die Madonna. Wirklich? Ja, ich war unten dran, nicht oben dran. Die waren so klein. Oh, schau mal, da drin. Und dann ist es passiert. Oh, das tut mir so leid. Oh. Ist ja für einen guten Zweck. Schön, dass die Madonnas wieder da sind. So, Nachschub. Oder die anderen Schluck. Ja, gern. Der Antiquitätenhändler, der Sauhund, macht das seit einem halben Jahr bis runter zum Bodensee. Ich muss eurer Spitzbube noch die Belohnung geben. Eine Belohnung? Ach du meine Güte. Und wie viel gibt's in so einem Fall? 2.500. Boah, da werden sich die Sparbücher aber freuen. Hm. Jungs, wir kriegen eine Belohnung. Was? 2.500? Ist ja so der Hammer. Viel. Ich hab eine Idee. Was denn? Also. Ungewöhnliche Kinder. Sie sagen es, Pfarrer Janusz. Herr Botzner! Wir machen das kein Gedanke da. Ah. Verehrter Pfarrer Janusz, erlaubt Sie? Frau Fanny, wegen der Belohnung, also die Kinder, die haben jetzt gemeint, die ganze Belohnung für mich? Ja. Oh mein Gott, Kinder. Oh, seid ihr süß. Oh, ihr seid so süß. Oh, danke. Oh, danke. Dankeschön. Danke. Wo kaufen? Also wir nicht. Leute, ich musste schwören, dass ich keinem Menschen was davon erzähle, okay? Ist ja auch echt peinlich. Und ich bringe den Typ auch noch ins Haus. Hey. Wir hören jetzt alle auf zu heulen und machen einen Plan. Ich gehe jetzt erstmal nach Hause und spiele eine Runde High Five. Das hilft immer. Ich komm mit. Nix. Ich brauche euch alle. Und wozu überhaupt? Weil es nicht einfach wird. Und ich bin mir nicht sicher, ob es klappt. Und wie ist jetzt der Plan? Ja, komisch. Walter, kommen Sie? Au weh. Ah, Mann, ist das gesund. Eine Frage, Fanny. Ist da jetzt nicht sonst eine Madonna gestanden? Noch nie, Walter. Aber wollten Sie mir nicht gerade was erzählen? Dienstlich. Ah ja, richtig. Es gibt mal wieder eine besonders dreiste Betrügerbande in Baden-Württemberg. Ach was. Der Trick ist eigentlich ganz simpel. Die Leute werden auch immer blöder. Ich will aber mit rein. Mensch, Anja, wir haben gelost, du hast verloren. Ich kann ja bei dir bleiben, wenn du Angst hast. Kein Mensch hat Angst. Doch. Warte, komm mal run. Also, hört mal zu. Wir gehen jetzt rein und versuchen, sie so schnell wie möglich zu... Also mach dir keine Sorgenzettel. Wenn jemand kommt, dann schmeißt einer Steinchen an die Scheiben, okay? Und dann
Dann komme ich und rette euch. Oh Mann. Aber Ihre Sophie hat ein derart ungewäschtes, also zu Deutsch ungewaschenes Maul. Die hetzt Ihnen die ganze Stadt auf den Hals. Und zack, boom, erwischt. Das ist ein perfekter Plan. Wenn der Tipp drauf reinfällt. Ja. Das ist dein Job. Hey, wir verlassen uns auf dich. Danke. Wenn wir die Madonna dabei verlieren, dann können wir eigentlich gleich auswandern. Hey, ich bin doch nicht blöd. Ja, nie gewesen. Also, noch Fragen? Was ist mit euren Eltern? Die ich bei meiner Tante heute Nachmittag eingeladen. Wird richtig lustig. Madonna? Auf Position. Alles Roger-Zettel? Ich bin schon lang bereit. Das wollte ich hören. Und? Alles klar. Verdammt! Der Pfarrer! Alle unterm Tisch, schnell! Bewegt sich. Ja, toll. Und jetzt? Der Mann ist ein guter Detektiv. Der muss hier weg. Hi, schön, dass Sie da sind. Shit, wir sollten uns ja heute treffen. Es tut mir leid, aber ich konnte nicht kommen. Bei mir war es unglaublich. Das geht ratzfatz. Bei Birkenstocks? Gut. Czaczynski, hallo. Ist deine Mutter da? Nee. Mama ist kurz weg. Kommt in einer halben Stunde wieder. Schade. Sind Sie wegen der Madonna hier? Ja. Tja, leider darf ich keine fremden Leute reinlassen. Eine unglaubliche Geschichte. Wie sind Sie uns eigentlich draufgekommen? Das Wasserzeichen auf dem Papier. Oh Mann, wie blöd. Und was habt ihr jetzt vor mit unserer Madonna? Es ist eigentlich ein perfekter Plan. Also komm. Ha. Das Wasserzeichen auf dem Papier. Oh Mann, wie blöd. Und was habt ihr jetzt vor mit unserer Madonna? Es ist eigentlich ein perfekter Plan. Also. Kann ich die Madonna vielleicht mal kurz ziehen? Nachher ist es die falsche. Nur ganz kurz, okay? Ich sag auch keinem, dass du mich reingelassen hast. Wo ist sie denn? Im Keller. Okay. Dann werde ich dir jetzt mal ein kleines Geheimnis verraten. Ich habe einen sehr, sehr wichtigen Geheimauftrag. Na gut. Es wäre doch schade, wenn deine Mutter auch eine gefälschte Madonna besitzen würde, oder? Oh, sehr schade.
Hab schon ein halbes Dutzend gefunden. Tauschen die dann gleich gegen eine echte aus. Hier drin. Na, Baby? Ich hab ihn! Scheiße. Schön. Also ich fand ja die Madonna von deiner Tante viel schöner als die hier. Oh, du sollst sie auch nicht behalten. Schade. Ist bestimmt ein Haufen Geld wert. Ein Riesenhaufen. Schau mal. Hoffentlich trifft uns nicht noch der Blitz. Grüß Gott. Sieh her, Wachtmeister. Ich war das, der was ich gerufen hat. Unser neuer polnischer Herr Pfarrer hat ja kein Sterbenswörtle gesagt, nix. Langsam. Wer hat jetzt nix zu wem gesagt? Hat zu mir nix, dass unsere Madonna fehlt. Und jetzt kommen Sie. Ja, was wollen Sie jetzt damit sagen? Dass er selber war. Hä? Sophie, geh fort! Wir sind zu teuer, gell? Hey, der Typ darf ja gar nicht bieten. Der braucht bloß eine Telefonnummer. Natürlich. Wenn er sich da als Käufer anmeldet, hinterlässt er ja eine Spur. 5, 4, 3, 2, 1. Bartholomäus Birkenstock? Ist es? Ja? Warum habe sie den Diebstahl nicht angezeigt? Weil es keinen gegeben hat. Ach so. Ja, dann fragen Sie mal Ihre Haushälterin. Ausgeliehen für einen guten Zweck? Aber Späßle. Habt Sie vielleicht schon mal so einen falschen 50er gesehen? Sind Sie vielleicht beschissen worden für so einen Gauner? Passiert gerade öfters hier in der Gegend. Herr Butzenhardt, ich komme zwar aus Polen, aber... Mein lieber Pfarrer Janusz aus Polen, wenn Sie wissen, wo die Madonna ist, dann schaffen Sie die auf der Stelle wieder her. Die Wege des Herrn mögen zwar unergründlich sein, aber Ihre Sophie hat ein derart ungewäschtes, also zu Deutsch ungewaschenes Maul. Die hetzt Ihnen die ganze Stadt auf den Hals. Und zack, boom, erwischt. Das ist ein perfekter Plan. Wenn der Tipp drauf reinfällt. Ja. Das ist dein Job. Hey, wir verlassen uns auf dich. Danke. Wenn wir die Madonna dabei verlieren, dann können wir eigentlich gleich auswandern. Hey, ich bin doch nicht... Ich weiß leider auch nicht, wo die Sicherung ist. Und jetzt, bitte, keine Anrufe mehr.
Späßle. Ameisenscheiße. Schön. Also ich fand ja die Madonna von deiner Tante viel schöner als die hier. Oh, du sollst sie auch nicht behalten. Schade. Ist bestimmt ein Haufen Geld wert. Ein Riesenhaufen. Schau mal. Hoffentlich trifft uns nicht noch der Blitz. Grüß Gott. Sieh her, Wachtmeister. Ich war das, der was ich rufe hat. Unser neuer polnischer Herr Pfarrer hat ja kein Sterbenswörtle gesagt, nix. Langsam. Wer hat jetzt nix zu wem gesagt? Hat zu mir nix, dass unsere Madonna fehlt. Und jetzt kommen Sie. Ja, was wollen Sie jetzt damit sagen? Dass er selber war. Hä? Sophie, geh fort! So. Wir sind zu teuer, gell? Hey, der Typ darf ja gar nicht bieten. Der braucht bloß eine Telefonnummer. Natürlich. Wenn er sich da als Käufer anmeldet, hinterlässt er ja eine Spur. 5, 4, 3, 2, 1. Bartholomäus Birkenstock? Ist es? Ja? Warum habe sie den Diebstahl nicht angezeigt? Weil es keinen gegeben hat. Ach so. Ja, dann fragen Sie mal Ihre Haushälterin. Ausgeliehen für einen guten Zweck? Aber Späßle, haben Sie vielleicht schon mal so einen falschen 50er gesehen? Sind Sie vielleicht beschissen worden für so einen Gauner? Ach Bart, was machen wir denn jetzt? Es hat sich noch nicht mal einer gemeldet, um das Ding anzugucken. Die Madonna. Ach Gott, Ron, es war ja auch nur so eine Idee. Hey Leute, es ist noch nicht vorbei. Wir haben extra einen Telefon. Guten Tag. Die Madonna. Logisch. Ja, eine sehr alte Madonna. Sehr schön und sehr wertvoll. Gut. Und wer sind Sie? Czarczynski. Ist das Tschechisch? Polnisch. Ihr Sohn war ja ganz schön misstrauisch. Mein Sohn? Ja, am Telefon. Ach, Ron, ja, natürlich. Ja. Wieso? Nein, er hat ja vollkommen recht. Treibt sich viel Gesindel rum im Internet. Bitteschön. Danke. Genau. Deshalb überlasse ich auch meine Geschäfte im Internet auch ihm. Ja. Der Junge wohnt ja quasi im Netz. Ja. Meine auch. $5,000, ganz genau. Was ist das hier? Oh. Machen Sie sich keine Sorgen. Sie kommt zu guten Menschen. Ja. Ob Sie wohl so freundlich wären, mir die Türe aufzumachen, bitte? Machen Sie schnell, sonst überlege ich es mir womöglich noch anders. Wiedersehen.
Kann man Falschgeld einfach irgendwo kaufen? Also wir nicht. Leute, ich musste schwören, dass ich keinem Menschen was davon erzähle, okay?